Ihr Lieben, Montagmorgen und in diesem Video gibt es Premieren, erste Premiere. Wir stellen euch die Wurzelsäge von RZ GmbH vor. Jetzt könnt ihr sagen, was ist eine Wurzelsäge? Na, das sagt der Name schon, ne? Das ist etwas, was Wurzeln sägt. Ihr kennt ja bestimmt einen Rodezahn oder ihr kennt eben auch eine Fräse. Und jetzt werdet ihr, oder auch eine Wurzelratte, und jetzt werdet ihr sagen, ja, das ist doch nichts Neues. Nee, die Wurzelsäge gibt es auch schon länger. Ich war auf der Messe ziemlich begeistert davon, auch von dem Werbevideo, was RZ damals hat drehen lassen. Und jetzt haben wir eine Wurzelsäge angefertigt, oder beziehungsweise lieber Ralf, extra für den Wärmer und für Bagger. Das heißt, ich habe eine Anbauplatte besorgt und wir haben das so umgebaut mit einer Schnellwechselaufnahme, dass die Wurzelsäge zum Beispiel an einem Radlader, an einem Wärmer und an einem Bagger betrieben werden kann. Ralf hat mir die zur Verfügung gestellt. Damit muss ich dieses Video quasi als Produktvideo kennzeichnen und das habe ich jetzt hiermit getan. Wir bauen die zusammen an den Wärmer an und dann gehen wir heute die ersten Wurzeln damit roden und schauen, wie ich mich damit schlage. Hey ihr Lieben, Montagmorgen, die Ruhe vor dem Sturm, 7 Uhr in diesem Video. Ich stelle euch die Wurzelsäge von RZ GmbH vor. Premiere unter anderem deswegen, weil wir die so umgebaut haben, beziehungsweise der liebe Ralf, dass die mit einem Schnellwechsler an eine Anbauplatte für den Wärmer passt. Ja, hier auch nochmal die Unterlegplatten für den Hulk, ne? Die großen mit meinem Logo drin. Also hier, wie gesagt, exklusiv heute die Wurzelsäge. Jetzt werdet ihr sagen, was ist daran so besonders? Naja, die Firma RZ hat darauf ein Patent. Ja, ihr kennt tatsächlich zum Beispiel Rodezähne oder auch Roderechen oder Wurzelratten. Ja, das hier ist eine Wurzelsäge, wirklich auch mit einer Sägezahnung. Das Ganze der üblichen Qualität, die man von RZ GmbH auch gewohnt ist, sondern der weiß, dass sein Produkt gut ist. Es ist auch schon lange am Markt. Nur es war halt noch nie im Einsatz an einem Kompaktlader oder an einem Radlader oder so, also mit einer Anbauplatte, sondern es war bis jetzt immer im Baggereinsatz. Und wir wollen das jetzt mal, um die Palette zu erweitern, an so Kompaktmaschinen ausprobieren, wie ein Wärmer, wie ein Radlader, Avant, Weidemann, ihr kennt diese Geschichten, ja. Also überall, wo eine Trecker wäre theoretisch möglich, also überall, wo eine Anbauplatte dran passt, ja. Die Ketten hier, mit denen die Platten ausgelegt werden, hier mit einem extra großen Ring, könnt ihr leider nicht sehen, weil gerade die Schaufel drauf liegt, kommen übrigens auch von RZ und sind extra hierfür exklusiv angefertigt worden. Wir haben jetzt die Wurzelsäge angebaut. Ja, ich rede mal von wir, letzten Endes ich, ne? Ja, ich hoffe, dass der Lack ein bisschen dran bleibt, weil sie wird ja jetzt gleich in den Einsatz gehen und so brandneu wird sie danach dann wahrscheinlich nicht mehr aussehen. Der Ralf hat mir hier Zurösen dran geschweißt und auch einen Hebehaken, dass man mal eine Schlaufe dran machen kann oder so, dass man die Platte eben auch universell einsetzen kann. Übrigens auch diese Sachen natürlich, Anschweißhaken und auch Anschweißösen, alle bei RZ GmbH erhältlich. Ja, ich lade dann jetzt mal auf.
So, dann guckt euch mal das gute Stück an. Vorm ersten Einsatz, ne, mit dem Zahn kann man später die Wurzeln auch rausreißen. Ich bin gespannt. Ich kann halt ziemlich weit einlegen, ich kann aber nicht weiter auslegen, weil einfach der Anschlag von der Platte begrenzt ist. Aber das wird cool. So, ich bin hier bei Fabian. Der hat am Wochenende Obstbäume gefällt. Die habe ich ihm gehäckselt. Natürlich auch einfach so, weil eine Hand wäscht die andere. Und ich möchte ja gerne die Wurzelsäge ausprobieren. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, ich komme am Montag vorbei und hole die Wurzeln. Das sind die Objekte der Begierde. Die beiden. Und die ruppen wir dann jetzt raus. Wir fahren quasi einmal rundherum zu. Wir müssen aufpassen. Da steht noch ein Anhänger. Da liegt Schienen für die Photovoltaikanlage. Und ja, mal sehen. Wird cool. Man kann die Wurzel damit super roden, die Erde fällt auch ab, aber man sieht das Problem, wir müssen den Winkel leicht verändern, weil damit ich diese Sägebewegung machen kann, muss ich die Säge halt auch nicht nur nach innen, sondern auch noch ein bisschen nach außen abklappen können. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Winkel korrigieren. Das hier ist ein Prototyp. Prototypen, das wisst ihr selber, ne? Müssen eingestellt werden. Ne? Das war damals beim Hacker von Ofkes so, den haben wir ja zusammen verbessert. Das ist bei vielen Dingen so und das ist eben auch das Geile an Ralf. Wir haben das da einfach mal angebaut, weil wir die Idee hatten. Ne? Ein Bagger kann ja ganz anders auch seinen Arm noch bewegen. Der Wärmer kann nur hoch und runter. Wir brauchen aber so ein bisschen diese ellipsenförmige Bewegung. Das müssen wir noch verbessern. Aber das kann man eben nur durch Anbauen und Ausprobieren, ne? Trial and Error. Ja, ihr Lieben, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, es war mein erster Einsatz mit diesem Gerät am Wärmer, an der Maschine, mit dem Gerät überhaupt. Das ist ja, wie gesagt, schon länger am Markt, aber eigentlich für Bagger. Wir hatten eben die Idee und es funktioniert eigentlich auch erstaunlich gut, vor allem sauschnell, wirklich sauschnell. Und wie man sieht, man kann auch die Erde dann so ein bisschen abschütteln und so, ne? Dann bleibt da auch nicht mehr viel in den Wurzeln hängen. Man hebt das Ding so ein bisschen an und lässt ihn ein paar Mal runterfallen. Und das geht dann eben total gut. Und dann kann man eben auch mit diesem Haken, der da unten dran ist, die Wurzel abtransportieren. Ne? Das geht beim Bagger, das geht beim Wärmer. Und wenn man dann zum Beispiel das Ding am Bagger hat und dann eben schnell auf Kübel umwechselt, wenn man sowieso da gerade irgendwie noch im Galabau tätig ist, irgendwie da noch pflastern muss oder so, oder keine Ahnung, oder Rasen anlegen muss, dann schiebt man das eben einmal schnell mit dem Kübel oder mit dem Schild dann zu und dann sieht man da auch nichts mehr von. Ne? Also ich habe mir das krasser vorgestellt, weil man ja den ganzen Wurzelballen entnimmt, aber das ist eine sehr, sehr coole Methode, gerade auf engem Raum oder wenn da Pflaster in der Nähe ist oder so, damit man da nichts kaputt macht, weil man die Wurzel eben abschneiden kann und nicht rausreißt, wie mit dem Baggerkübel zum Beispiel. Der Link zu diesem Werbevideo ist unten als erster Kommentar angepinnt. Da könnt ihr euch gerne das Video angucken. Ist total gut gemacht.
Spur, 10 Jahre ratzfatz, wenn man da einmal so drum zusieht. Der reißt die echt gut ab. Aber wie gesagt, wir müssen den Winkel verändern, dass wir das geklappt kriegen besser. Heute ist Samstag, der Carlos und ich fahren los zum lieben Ralf, die Wurzelsäge umbauen. Einmal den Winkel verändern. Ne? Hier ist die Wurzelsäge, ich habe die ja schon ausprobiert. Und jetzt bauen wir die einmal um und verändern den Anschlagwinkel ein bisschen. So, wir sind gleich wieder beim lieben Ralf. Ihr seht hier, RZ GmbH, ne? 550 Meter noch. Wir bauen dann gleich die Wurzelsäge um. Jawohl, die kriegt ein bisschen anderen Winkel, damit das mit dem Wurzelsägen dann auch besser funktioniert, weil der Wärmer dann in einem anderen Winkel arbeiten kann, was eine sehr gute Idee ist. Ich lasse noch mal einmal den Carlos raus und dann geht's los. Ich habe ganz vergessen zu filmen. Carlos ist im Auto, der pennt. Wir haben mal kurz hier den Wärmer noch zwischendurch repariert. Jetzt muss ich über die Musik einmal drüber wegsprechen, das ist aber kein Problem. Sonst gibt es wieder Copyright-Verletzung. Ja, wir haben jetzt hier gerade den Winkel geändert, haben da Knotenbleche eingesetzt. Und jetzt versucht sich der Eckschweißer mal wieder ein bisschen im Braten. Aber ich denke, es sieht ganz okay aus. Ja, und jetzt ist der Winkel korrigiert. Das Ergebnis werde ich euch dann nachher einmal zeigen. Und dann kann die Wurzelfräse sich nämlich mehr Säge. Dann kann die Wurzelsäge sich nämlich mehr so bewegen in einem 180 Grad Bogen, sodass ich auch wirklich die Sägefunktion nutzen kann und nicht wie so ein Reißhaken das benutze. Und ja, das wird cool. Das wird cool, auf jeden Fall. Ne, jetzt ist der Winkel ein bisschen korrigiert. An der Anbauplatte, ich lasse mal kurz ein bisschen abkühlen und dann geht das hier gleich weiter einmal mit innen verschweißen. Ja. Oh, ich muss wieder über die Musik drüber wegsprechen. Es nimmt langsam Gestalt an. Wir müssen jetzt hier also noch eine Versteifung einschweißen. Wir haben hier Knotenbleche drin. Ja, also es ist jetzt eigentlich soweit fertig. Eine Versteifung noch, dann ein bisschen schick sauber machen und Lack. Aber es ist schon, es hat auch deutlich an Gewicht zugenommen. Aber es ist, denke ich, ganz gut geworden. Also ich freue mich drauf, das Ding jetzt im nächsten Einsatz zu haben. Das wird gut. Ja, ihr Lieben, hier sieht man eben wieder, ne? Ich habe auch mal was Richtiges gelernt, sage ich ja immer so zum Spaß. Ich bin ja Konstruktionsmechaniker, habe tatsächlich meinen Meister, habe dann die Fachrichtung Schweißtechnik gemacht, habe auch meinen Schweißfachingenieur angefangen, aber nicht zu Ende gemacht. Also ich habe die ersten Prüfungen da mitgemacht. Damals war das so geregelt, wenn du gewisse Prüfungen machst und deinen Meister hast, wurde dir der Schweißfachingenieur mit anerkannt. Aber das haben wir nicht mehr gepackt. Ihr seht hier, ne, der Ralf ist auch ein absoluter Macher. Ne? Der Ralf ist einfach ein Macher. Er hat gesehen, hinten war noch Farbe dran, deswegen geht natürlich mit Schutzgas schwierig durchzubraten. Bei Elektrode wäre das nicht so schlimm gewesen mit der Farbe. Aber Schutzgas reagiert da ziemlich empfindlich. Also was macht Ralf? Sieht, dass das spritzt und nicht gut klingt. Ne? Man hört beim Schweißen am Klang, wie der Draht surrt, sage ich mal. Wenn das klingt wie so eine Nähmaschine, dann ist das top. Wenn das zwischendurch so anfängt zu rattern, dann ist es ein Zeichen, dass es Probleme gibt. Und dass man in diesem Fall wegen der Farbe, weil das da nicht richtig durchbrannte, nicht richtig Masseschluss kriegte. Was macht Ralf? Zack, Flex, Farbe ab, tipptopp, ne? Also wie gesagt, Ralf ist ein absoluter Macher, ne? Das hier ist wie gesagt ein Prototyp. Am Bagger funktioniert diese Wurzelsäge wie's Katzenficken. Das ist echt ein Top-Produkt. Seht ihr in dem Werbevideo. Ich werde es als ersten Kommentar oben verlinken. Der Ralf hat also auch mal sehr aufwendig ein Video dafür produzieren lassen. Sehr cool geworden, zeigt echt wirklich die ja, Universalität dieses Geräts, dieses Aufsatzes. Ihr habt eben den riesen Vorteil, es fliegt nichts weg, es geht sehr schnell, ihr könnt auf sehr engen Raum arbeiten und unsere Idee ist eben, dieses geniale Produkt für Kompaktlader jetzt ja, machbar zu kriegen. Ne? Also das hier ist ein Prototyp, deswegen habt ihr ja am Anfang des Videos gesehen, es
Es muss hier und da verändert werden. Das ist ein laufender Prozess. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil ihr seht das hier, wie viel Arbeit hinter so einem Produkt steckt, wie lange das dauert, bis das alles vernünftig ist. Und ich finde es dann auch eine Schweinerei, wenn dann irgendwelche Leute sich das abgucken. Es gibt mehrere Produkte vom Ralf, die böse kopiert worden sind. Auf dieser Wurzelsäge hat er auch Patentschutz, trotzdem wird die oft auch böse kopiert und dann kommen billige, schlechte Produkte auf den Markt von schlechter Qualität. Und er muss da natürlich eben gegen kämpfen. Und das ist ein Riesenproblem. Man nimmt da als Unternehmer viel Geld in die Hand, steckt viel Entwicklung, Herzblut und Liebe rein und dann kommen irgendwelche Arschlöcher und kopieren einem das. Das ist natürlich eine Schweinerei. Guckt euch das Werbevideo an, ist sehr interessant auch. Ne? Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt die umgebaut haben, auf die nächsten Einsätze. Ja, das wird gut. Oh, das verlernt man nicht, ne? Das verlernt man nicht. Ja, kurzes, knackiges Video, was euch eben auch zeigt, was alles so hinter den Kulissen passiert. Ein richtig, richtig geiles Produkt von RZ ist auch der Frässchutz. Ich habe den bestimmt schon mal in ein paar Videos gezeigt, ich weiß das. Ne? Also aus diesen unzerstörbaren Platten macht RZ eben nicht nur tolle Überfahrtafeln, also Spurplatten, sondern natürlich auch richtig tolle Abstützplatten. Wir haben diese Auffahrrampen von RZ und wir haben auch einen Frässchutz. Den hat der Ralf sich überlegt, weil ich mich immer beschwert habe, dass diese Stofffrässchutze hier aus diesem Gittermesh, was so ein bisschen aussieht wie Fliegengitter, dass die eben A, sehr, sehr schnell kaputt gehen und B, eben auch wabbelig und klapperig sind und immer, ich habe gesagt, das Kernschrott, ich sage, kostet Schweinegeld, kostet über 300 Euro, ja, so ein Wabbelfrässchutz da, so ein Scheißding. Und da hat Ralf gesagt, überhaupt kein Problem, baue ich dir. Und den habe ich ja auch schon in einem Video gezeigt, den gibt es dreiteilig und fünfteilig. Den kann man also auch, wenn man Parkplätze sauber macht, Wildkrautbürste benutzt oder Freischneider oder so, kann man den natürlich auch super in lang benutzen. Und dann vor die Autos stellen, damit da keine Steine gegenknallen und so. Also der ist echt universell einsatzbar. Steht wie die Sau, kannst du gegenspringen, kippt nicht um. Und kaputt geht der schon mal gar nicht. Ne? Und das ist eben das Coole. Ich bin eben, also aus dieser Geschäftsbeziehung am Anfang mit den Überfahrtafeln zwischen Ralf und mir, ist tatsächlich eine Freundschaft geworden. Was den riesengroßen Vorteil hat, dass man jemanden hat, der technisches Verständnis hat. Der Ralf ist unheimlich versiert, was Technik angeht. Das ist ein unheimlicher, handwerklich begabter Mensch. Und wenn der eine Idee hat, dann hat er natürlich auch ein gutes Team von Zeichnern und Programmierern und so, die das dann eben auch umsetzen für die Maschinen, die Programme schreiben. Und dann ist das ratzfatz gebaut und dann wird das ausprobiert. Ne? Und dann wird das ausprobiert und da komme ich dann wieder ins Spiel, weil ich ja aus der Praxis bin. Und dann darf und kann ich das ausprobieren. Natürlich auch unzweckmäßig ausprobieren, ja, dass man zum Beispiel auf Platten, die eigentlich nur für 20 Tonnen ausgelegt sind, mal eben mit einem 130 Tonnen Autokran abstützt oder so eine Geschichten, um einfach auch mal zu gucken, quasi, ich bin Stiftung Warentest für Ralf, ja. Und das finde ich ganz toll, weil da hat man kurze Wege, dann kann man darüber reden und dann sagt man hier, das kann man vielleicht noch anders machen, jenes kann man anders machen und dann probiert man das aus und das ist einfach total geil. Und das finde ich eben toll, dass RZ da so, ja, dass man da einfach so dicht dran ist, ne, auch als Kunde so dicht dran ist und mit dem Chef dann selber und kleine Firma und kurze Wege und dann, ah, komm, wir ändern das mal schnell, hier, Tommy, leg das mal auf eine Maschine, fräs mal dies, mach mal das, mach mal jenes, ne, das ist total cool, ne, und es ist auch nicht weit weg von mir, es ist 2 Stunden, das heißt, ich schmeiß die Sachen mal kurz ins Auto, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, fahr dahin, dann ändern wir das, dann fahre ich wieder zurück, dann probiere ich das wieder aus, das ist geil, wisst ihr, was ich meine? Wie viele große Firmen haben da irgendwie 30 Ingenieure sitzen und die berechnen und die überlegen und machen und tun und letzten Endes ist das aber nicht aus der Praxis für die Praxis, sondern es hat sich ein Ingenieur am Schreibtisch hingesetzt und hat sich was überlegt, ne? Also jetzt nichts gegen Ingenieure, aber ja, hier sind viel kürzere Wege, wisst ihr, was ich sagen will, wisst ihr, was ich meine, ne? Das ist viel geiler und wie gesagt, der Ralf ist eben ein absoluter Praktiker, ne? Das ist Wahnsinn, ja. Und darum kommen auch immer so geile Produkte bei raus, wenn sich zwei Verrückte zusammensetzen, ne? Also ich, der ja alles bis an seine Grenzen und drüber hinaus bringt und einfach sagt, ja, wenn eine Überfahrtafel, wenn das eine Bodenschutzplatte ist, eine Bodenschutzplatte, ob ich da mit dem Auto drüber fahre oder ob ich da eine 40 Meter Pappel drauf knallen lasse, da muss die beides abkönnen. Weil das ist ja eine Bodenschutzplatte, das ist ja keine, ich fahre da nur mit dem Auto drüber Platte, ne? Oder auch so eine Abstützplatte, ne, wenn die für die Bühne ausgelegt ist,
da musst du auch einen Kran drauf abzustützen gehen. Ne? Und das haben wir ja nun auch mehr wie einmal bewiesen, dass die Sachen einfach unheimlich Reserve haben und wirklich ja, High-End sind. Ne? Ich gebe zu, kostet natürlich ein bisschen mehr wie die Konkurrenzprodukte am Markt. Aber dafür ist bei Ralf auch kein gelber Sack im Plastik. Ne? Und bei einigen Mitbewerbern, ja, da kommt da, ja, ganz ehrlich, wie man so schön sagt, ne, der Müllsack mit rein ins Produkt. Ne? Und alles, was im Müllsack drin war, wird dann auch in den Produkten mitverarbeitet. Und dass da natürlich dann nicht so eine Qualität bei rauskommt wie bei sortenreinem Kunststoff, der eben beim Ralf verwendet wird. Ja, das macht sich dann letzten Endes, muss man ganz ehrlich sagen, auch am Preis bemerkbar. Aber ich sage das ja immer gerne, ich bin zu arm, um schlechte Werkzeuge zu haben. Weil ihr wisst das selber, ihr kennt das Video, wo ich habe ja ursprünglich damals auch wegen dem Preis nur 10 Platten vor Jahren mal vom Ralf gekauft, habe die dann 2 Jahre lang benutzt, nicht kaputt gekriegt, habe dann auf einer Messe von einem anderen Hersteller das Angebot bekommen, hier, du kriegst Platten von uns und dann machst du da mal ein Video drüber. Und ja, dann habe ich ja meine Platten an den Karl verkauft und da gibt es ja auch ein Video drüber. Und habe dann die Platten von dem anderen Hersteller so benutzt, wie ich vorher die Platten vom Ralf benutzt habe. Und da waren direkt auf der ersten Baustelle die Hälfte der Platten kaputt. Dann habe ich den Hersteller angerufen und habe gesagt, du sag mal, kann das sein, dass ihr mir eine schlechte Charge gegeben habt? Irgendwie sind die Platten alle kaputt. Und dann haben die gesagt, was hast du damit gemacht? Habe ich gesagt, ja, das und das. Ja, dafür sind die auch nicht gemacht. Ich sage, das habe ich mit den Platten davor auch immer gemacht und die sind heile geblieben. Ja, nee, die sind ja auch nur bei uns. Unsere Platten sind nur zum Drüberfahren. Ich gesagt, ja, dann können die wieder haben, brauche ich nicht. Ich sage, gibt aber auch kein Video, weil wenn ich davon ein Video mache, verkauft die nie wieder eine Platte. Naja, wieder haben wollten sie nicht. Bezahlt habe ich sie dann trotzdem. Und da habe ich Ralf angerufen, habe gesagt, Ralf, ich hätte mal gerne wieder Platten von dir. Aber ich brauche eine Seite glatt, eine Seite rau, ich brauche die in der und der Größe und ich brauche die mit so und so viel Griffen. Och ja, und wenn mein Logo drinne wäre, wäre auch cool. Und Ralf gesagt, kein Problem, komm vorbei, quatschen wir alles durch. Ja, und so ist die Mertens-Edition entstanden, diese Halbspurplatten und die Vollspurplatten, die dann untereinander auch noch kompatibel sind, weil die ein Maß von 1,20 Meter bzw. 2,40 Meter haben und von 50 bzw. 1 Meter. Ne, ihr merkt, ne, 4 kleine Platten ersetzen eine große und die kleinen können aber auch quer und längs vor die großen gelegt werden, weil das einfach von dem Maß her so geil passt. Ne? Und die kleinen Platten sind so, dass du eine links, eine rechts gut tragen kannst. Und die großen Platten kannst du eben auch entweder alleine gerade so handeln oder mit zwei Mann eben dann auch. Ne? Das ist einfach durchdacht. Da haben wir aber auch lange dran gesessen, der Ralf und ich. Ne? Ja, und dann hast du einfach ein gutes, ausgereiftes Produkt. Und das ist geil, glaubt ihr mir das? Und darum stehe ich da auch so hinter. Und darum gibt es dieses Video, weil ich einfach voll und ganz hinter diesen Produkten stehen kann. Und ich bekomme da auch nichts vom Ralf für. Ne? Aber ich finde es eben geil, dass ich mit dem Ralf, da hat sich mittlerweile über die Jahre so eine Freundschaft eben auch draus entwickelt und da sind einfach zwei Verrückte zusammen, sag ich mal, und da kommen coole Sachen bei raus. Und das ist der Benefit aus dieser Sache, weißt du? Ich will gar keine Kooperationen haben, wo ich irgendwas geschenkt bekomme oder wo ich irgendwas bewerben muss oder so, ne? Sondern ihr kennt meinen Kanal, ich bin authentisch, ich bin ehrlich, ich muss dahinter stehen können. Ne? Und das ist viel mehr wert, wenn ich ein geiles Produkt habe, wo ich hinterstehen kann und kann euch das präsentieren und zeigen. Und da habe ich viel mehr Bock drauf, als wenn jetzt irgendwie Firma XY sagen würde, hier, ne, mach da mal ein tolles Video drüber, kriegst du irgendwie einen Tausender für. Und das ist in Wirklichkeit Kernschrott, was ich da vorstellen soll. Ne? Also ich würde mich nie verkaufen für irgendwas. Ja, so. Jetzt kennt ihr die Geschichte dahinter, wie damals die Mertens-Edition entstanden ist und wie diese, ja, aus dieser Kundenbeziehung dann irgendwann, sage ich mal, eine Freundschaft geworden ist, ne? Das ist total geil. So, Leute, ich habe ja auch Freundschaften zu vielen anderen von euch, ne, die ich über YouTube kennengelernt habe hier, ne? Ich muss nicht jedes Mal die Namen aufzählen, weil ich vergesse sowieso die Hälfte. Ihr kennt die Leute aus den Videos, ne? Ey, ich habe eine richtig geile, verrückte Community und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß, dafür mache ich diese Videos, dafür betreiben wir diesen Kanal. So, jetzt habe ich euch schon wieder 9 Minuten fast vollgequatscht, ne? Guckt euch das Produktvideo von RZ an über diese Wurzelsäge. Ich werde auch nochmal mit dieser verbesserten Säge jetzt unterwegs gehen und werde das ausprobieren und wir werden dann natürlich auch laufend weiter verbessern, ne? Aber wenn ihr einen Bagger habt oder so, ne, dann kauft euch das Ding gerade auf engen Raum, gerade am Pflaster, gerade an Bordsteinkanten oder so, gerade da, wo es eng ist. Ne, ihr schneidet die Wurzel sauber ab und könnt die dann mit dem Zahn auch ziehen. Ja, und habt dann einfach ein Top-Produkt. Ne?
Und das ist eben auch aus, ja, ich verrate jetzt nicht, aus was es hergestellt ist, aber es ist eben extrem hochwertig hergestellt, ja, hochwertig auch vergütet und deswegen bleibt es auch scharf. So, ihr Lieben, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, freut euch aufs nächste Video von der Wurzelsäge, freut euch auf die nächsten Videos, die hier kommen, Kranfällungen, Fotoshoot vom Kalender und so, wer mir auf Facebook folgt, hat es gesehen, ne? Wir haben auch wieder Kalendershooting gemacht und so, ne? Guckt in den Shop, ab Oktober wird der Kalender auch erhältlich sein, Vorbestellungen, denke ich, schaffe ich dann ab September. Also, es bleibt spannend hier.